Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um das Ohmsche Gesetz. In diesem Experiment möchte ich das Ohmsche Gesetz demonstrieren. Dazu habe ich vorbereitet drei Widerstände, an denen ich das im Prinzip zeigen möchte. Das ist hier ganz unten, wenn man es nicht lesen kann, ein 5-Ohm-Widerstand, dann ein 10-Ohm-Widerstand und ganz oben ein 15-Ohm-Widerstand. Damit ich für den Widerstand braucht man ja Stromstärke und Spannung. Das hier ist der Sensor für die Stromstärke. Der ist in Reihe geschaltet. Das rote kommt sozusagen von der Stromquelle, geht hier rein. Das schwarze geht hier über einen Schalter, das ist sozusagen mein Notaus, und geht an die Stromquelle. Hier das schwarze wäre jetzt negativ, hier die roten Kabel positive Seite, aber für das Experiment spielt das keine Rolle. Dann habe ich noch ein, ja, hier Spannungsmesser. Der Spannungsmesser ist über zwei Krokodilklemmen. Einmal hier an dem schwarzen Kabel und einmal hier an dem roten Kabel. So, das heißt, ich habe die Spannung über den Widerstand. Ich habe die Stromstärke, die durch den Widerstand fließt. Und jetzt ist alles bereit für die Messung. Dazu habe ich hier ein Messwerterfassungssystem. Der Vorteil von diesem Messwerterfassungssystem ist, dass ich gleich das Diagramm bekomme. Und zwar ist auf der Achse unten, also sprich auf der X-Achse, die Stromstärke aufgetragen und auf der Y-Achse die Spannung. So, dann ist alles bereit. Ich starte und drehe. So lange hoch, bis ich bei 1,5 ankomme. Und damit wäre die erste Messung schon erledigt. Drehen wir es wieder langsam auf 0 zurück. Und man sieht hier sehr schön schon einen proportionalen Zusammenhang. Hier ist eine Ursprungsgerade. Die Messwerte und das alles stelle ich unter dem Video natürlich zur Verfügung. Soweit, so gut. Jetzt kommt der nächste Mohikaner. Mal gucken, was der sagt. Also, es ist ein proportionaler Zusammenhang. Und damit ich gleich schreiben kann, brauche ich die Proportionalitätskonstante, also sprich die Steigung. Und die ist nichts anderes als der Widerstand. Das heißt, ich würde jetzt bei einem anderen Widerstand natürlich eine andere Steigung erwarten. So, alles bereit. Dann Start. Speichern und mal sehen, ob wir es schaffen, bis ungefähr 1,5. Soweit, so gut. Und weil es so schön war, machen wir noch einen dritten Durchlauf mit
den 15 Ohm. Also das allererste war 5 Ohm, dann hatten wir eben 10 Ohm und jetzt haben wir 15 Ohm. Und soweit alles paletti, dann abspeichern und los geht's. Hoppla. So, 1,5 und auch diese Messung hätten wir und auch wieder ist eine schöne Gerade zu sehen, eine Ursprungsgerade und ja, jetzt müsste man alle drei miteinander vergleichen und dann kann man entsprechend sehen, ob das, was ich eben gesagt habe, zutreffend ist. So, der Vollständigkeit halber messe ich jetzt hier nochmal den Widerstand dieser Glühbirne. Dazu habe ich auch wieder im Prinzip den gleichen Aufbau wie eben, weil ich jetzt einfach mal zeigen möchte, ein Beispiel für einen Widerstand, der nicht dem Ohmschen Gesetz gehorcht. Allerdings ist mir auch hier was aufgefallen, und zwar, obwohl ich diese Stromquelle bis zum Anschlag auf Null gedreht habe, fließt hier was. Ich habe es jetzt dadurch ausgeglichen, indem ich die Sensoren genullt habe, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Das erklärt aber auch, warum meine Geraden von den vorherigen Versuchen da nicht bei Null anfangen. Naja, wie auch immer, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze an und los geht's. So, und wie man jetzt schon sehr schön sehen kann, hat das relativ wenig mit einer Geraden zu tun. Und ja, hier hinten gibt es wieder so einen Bereich, der so einigermaßen gerade ist. Aber ja, es ist sehr deutlich zu erkennen, das ist nicht proportional. Hängt zusammen mit der Temperatur. Der Glühfaden ist eben... oder der Widerstand des Glühfadens hängt halt von der Temperatur ab. Hier sind nun alle drei Messungen in einem einzigen Diagramm. Allerdings sieht man auch, dass eine Stelle nicht ganz so gut gelungen ist. Und zwar, wenn man sich das anguckt, die erste Messung, die ist eine sehr schöne Ursprungsgerade. Und die anderen beiden Messungen, die sind irgendwie hier so versetzt. Der hat anscheinend, ist mir leider nicht aufgefallen, hier irgendwie die Nullung verloren, als ich sozusagen die nächste Messung gestartet habe. Das ist nicht ganz so schön. Ist jetzt aber für das, was ich eigentlich zeigen möchte, nicht problematisch, weil ich will ja im Prinzip hier drei Geraden haben und entsprechend die Steigungen bestimmen. Gut, wenn es natürlich alles drei Ursprungsgeraden wären, wäre es natürlich perfekt gewesen. Ich habe hier, das ist das gleiche Diagramm nochmal, nur dass hier unten mal gerechnet worden ist. Und zwar sind die ganzen Messwerte ja ungefähr auf einer Geraden. Eine Geradengleichung ist y gleich mx plus b. Das B sollte im Idealfall, weil es ja eine Ursprungsgerade sein soll, ja 0 sein. Was, wenn man genau guckt, ja nicht so ganz exakt funktioniert hat. Aber das Entscheidende ist ja M. Und M ist ja nichts anderes als die Steigung, ja. Aber es ist nichts anderes als die Proportionalitätskonstante.
Und die Proportionalitätskonstante ist ja, mein Widerstand. Und das heißt, ich kann im Prinzip sagen, dass M praktisch mein R ist. Und was ich hier halt entsprechend sehr schön sehen kann, ist das U proportional I. Also ist U gleich R mal I. Und das kann ich halt sagen, weil hier die Steigung, in dem Fall R, das ist ja im Prinzip der Y-Achsenabschnitt, in dem Fall U, durch den X-Achsenabschnitt, in dem Fall I. Wenn ich jetzt die beiden vertauscht hätte, also das hier und das hier, hätte ich auch eine Gerade bekommen. Es wäre allerdings dann die Leitfähigkeit gewesen. Also der 1 durch R ist im Prinzip die Leitfähigkeit, aber das nur mal am Rande. So, und jetzt hatte ich ja drei verschiedene Widerstände. Jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, ob das rausgekommen ist, was rauskommen soll. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ist. Hier dieses Eckige, das steht hier. Das war meine allererste und da hatten wir ja 5 Ohm. Und hier hat er 5,26, also da sind wir schon ziemlich gut dabei. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt habe ich hier dieses Dreieck. Das Dreieck ist hier. Und da habe ich 10 Ohm. Das hat sehr gut funktioniert. Ist natürlich immer auch noch eine Frage, wie diese Widerstände haben natürlich auch noch eine gewisse Toleranz. Aber das hat schon sehr gut funktioniert. Und jetzt hier der Kreis, da hatten wir eigentlich 15 Ohm und hier 14,83. Das hat eigentlich auch hervorragend funktioniert. Also, sehr schön, das Ohmsche Gesetz, die Proportionalität, die Formel und ja, soweit, so gut. U ist proportional i. Wenn man U auf die Y-Achse und i auf die X-Achse aufträgt, so ist die Steigung genau die Proportionalitätskonstante R, also sprich der Widerstand. Und damit ergibt sich die Formel R gleich U durch i. Und diese Formel kann man sich mit Hilfe dieses Dreiecks URI sehr gut merken bzw. umstellen. U durch R ist entsprechend i. Und U durch I ist entsprechend R und U ist gleich R mal I. Wie gesagt, URI kann man sich gut merken.